Wir machen weiter im Programm. Jetzt kommt jemand, der macht Poetry Slam. Das ist ein bisschen mehr Kunst und Kultur an der heutigen Stelle. Passt wie Faust aufs Auge. Riesenapplaus für David Grashoff! Kuckuck. Ja, ich bin gerade ein bisschen wuschig und ich weiß nicht warum. Naja. In diesem Körper eines leicht übergewichtigen Nerds steckt auch ein Stück weit eine kleine Poetin. Deswegen möchte ich euch ein kleines Gedicht vortragen. Es trägt den Titel Selbst ist die Frau. Sabine K. aus Witten hätte gern größere Titten. Doch im Portemonnaie kein Geld für eine OP. Geht zum Baumarkt um die Ecke, kauft dort Silikon, die Schnecke, spritzt sich das Zeug in die Brust. Vorbei ist der kleine Tittenfrust. Am Abend dann beim Duschen, das Wasser ist sehr warm, dehnt sich das Zeug in ihrem Busen und es macht verdammt laut BAM! Es gibt einen Flutsch und ein Gewimmer, Sabines Brüste sind Geschichte, dafür ist jetzt im Badezimmer jede Fuge abgedichtet. Dankeschön. Was ich genauso gerne mag wie Gedichte sind Listen. Ich sammle Listen. Zum Beispiel Dinge, die sich nicht gehören, die aber Spaß machen. Sich nach einer Durchsage im Supermarkt auf den Boden werfen, dabei schreien, die Stimmen sind wieder da! Es kommen noch so 20, 30 Stück. Den Mann vom China-Imbiss fragen, warum er so verkniffen guckt und dann einmal die... Und dann einmal die 32 mit süß-sauren Happy End bestellen. In ein Krankenhaus in die Intensivstation gehen und einem Patienten ins Ohr flüstern, geh ins Licht. In einem Fitnessstudio den fettesten Typen beobachten, während man Chips und Cola in sich reinstopft. Dinge, an denen du erkennst, dass du dringend abnehmen musst. Deine Blutgruppe ist Gulasch. Letztens wollten zwei Hobbits einen Ring in deinen Bauchnabel werfen. Dinge, die man auf einer Beerdigung nicht tun sollte. Der Witwe an den Busen fassen und dabei laut rufen, das gehört jetzt mir! Bei der Trauerfeier mit dem aufgebahrten Leichnam das Jackett tauschen. Oder jedem, dem man die Hand gibt, einfach mit tiefer Stimme sagen, du bist der Nächste. Kinderbücher, die zum Glück niemals geschrieben wurden. Der Hamster, der Plopp machte, 30 lustige Mikrowellenspiele. Contenance. Ist dein Teller leer, sonst müssen deine Eltern sterben. Dein Freund, der Elektrozaun. Oder auch Kinder entdecken die Natur, Biotop, Autobahn, Mittelstreifen. Dankeschön. Dinge, die sich nicht gehören, die aber Spaß machen, Teil 2. Im Zoo die Affen mit seinem Kot bewerfen. Sich als Sensemann verkleiden und bedächtig durch ein Altersheim schlupfen. Mit einer Waffe in der Hand durch die Stadt laufen und dabei mit einem irren Blick singen, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. In ein vegetarisches Restaurant gehen und die Gäste mit Hackfleisch bewerfen. Dinge, die man seiner Lebenspartnerin niemals sagen sollte. Sobald du deine Tage kriegst, hole ich mir eine, die noch funktioniert. Probier das mal aus. Oder auch, ich habe gestern Nacht deinen nackten Arsch fotografiert und bei Facebook gepostet. Bis jetzt hat immer noch keiner auf Gefällt mir geklickt. Oder auch, Schatz, das Beste, das hier aus deinem Mund gekommen ist, war mein Schwanz.
Auf keinen Fall sagen sollte man, hübsch bisher nicht, aber mein Auge hat sich dran gewöhnt. Dinge, an denen du erkennst, dass du im Bett wirklich gut bist. Du bekommst im Puff dein Geld zurück. Wenn du Sex hattest, bekommt die Nachbarin drei Häuser weiter Lust auf eine Zigarette. Dinge, die man als Mann beim Sex nicht hören möchte. Bist du schon drin? Vor allem, wenn man schon drin ist. Oder auch, wenn du fertig bist, kannst du dich gerne ins Gästebuch eintragen. Oder, ich muss morgen früh raus und schlafe jetzt, du kannst aber gerne weitermachen. Dinge, die man als Mann beim Sex leider zu selten zu hören bekommt. Darf meine beste Freundin mitmachen? Oder natürlich kannst du dabei weiter FIFA zocken. Noch nie gehört habe ich, wow, du bist gut, machst du das beruflich? Dinge, die man einer Frau beim Sex nicht sagen sollte, wow, du bist gut, machst du das beruflich? Auf keinen Fall geht Erster! Oder von hinten siehst du ein bisschen aus wie meine Mami. Gar nicht geht, deine Schwester mochte das. Deine Mutter mochte das auch. Oder dein Vater fand es auch ganz okay. Und das Ding, was man niemals, aber auch niemals einer Frau beim Sex sagen sollte, ist, Schatz, hast du zugenommen? Das hat doch früher nicht so geklatscht. Dankeschön. David Grasshoff! Dieser Applaus, David Grasshoff! Ist er schon drin? Finde ich geil. Ist er schon drin? Weißt du, was die Antwort darauf ist? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Als ob man einen Speer durch eine Turnhalle wirft. Ich hab kurz vor Ende des neuen Jahres war ich chinesisch essen. Und mache ich das immer mit einem Kumpel auf der Zülpicher Straße, gehen wir immer chinesisch essen. Und da waren diese Glückskekse. Und wir haben gesagt, oh, komm, wir öffnen jetzt unsere Glückskekse und dann sagen wir uns, das, was da drin steht, das ist unser Credo fürs neue Jahr. Das nehmen wir so mit ins neue Jahr und sagen, das daran halten wir uns. Und ich hatte ohne Scheiß in meinem Glückskeks, sehe jeden Ausgang als möglichen Eingang. Willkommen in Köln, ne? Ich auch dachte, was will das China-Restaurant Po-Fuck jetzt von mir? Wir kommen jetzt zur letzten Künstlerin des heutigen Abends. Sie ist was ganz, ganz Besonderes. Sie kommt von noch weiter weg als alle, die bisher hier waren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist. Seid ihr bereit für die letzte Künstlerin? Hier ist aus New York City, Tamika Campbell! Ich war auf Toilette, du. Mein Gott, ey. Ich war busy, ey. Die Toilette musste gegossen werden. Wie eine Lady, ne? Heute bin ich kein Lady, um die Wahrheit zu sagen. Morgen vielleicht. Okay, so Tamika Campbell ist mein Name. Mein Name ist japanisch. Ich aber nicht. Falls man es nicht so sieht, ne? Ich komme aus New York. Es tut mir leid, ich schäme mich, dass ich aus Amerika komme. Ich schäme mich. Oder? Ich schäme mich, ehrlich. Du, diese... Warum? Die ganze Obama-Bullshit ist fast vorbei. Ja, okay. Entschuldigung, Amerika ist das Land, unsere Scheiße stinkt nicht. Und der Scheiße stinkt dort aber wie? In Amerika wird Fußball mit der Hand gespielt. Ich weiß nicht, warum das nicht Handball genannt werde. Football with the hands. Und Mathe ist ein Rätsel. Ich meine, die sind so dumm. Fahrenheit, Pfund. Inches, Centimeters, was soll ich Quatsch? Jemand hat zu mir gesagt, sag mal, kommst du um 21 Uhr? Ich sagte, 21 was?
Hä? Was willst du denn? 21 o'clock, yes. So, ich schäme mich, überall, wo ich hinfahre, jeder sieht, dass ich schwarz bin und sagen immer, Obama! Und ich so, Kühlschrank! What the fuck? Verstehe das wirklich nicht. Ich liebe es, in Deutschland zu sein, aber ihr seid ein bisschen anders. Ne? Vieles in Deutschland ist anders als New York, aber in Köln, der Unterschied zwischen Köln und New York City ist wow. Tag und Nacht. A und Z. White and black. So, zum Beispiel in Deutschland, wenn man ans Telefon rangeht, man sagt immer Campbell oder Guten Tag, Campbell, mein Apparat, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Weißt du, der ganze fucking Satz, ne? In Amerika, was? Hello? Das war's! What's up? What up, nigga? You know, egal was du sagst, der weiß. Ich denke immer, derjenige soll ja wissen, wer ihn angerufen hat, oder? Aber in Deutschland, nein, das ist unhöflich, du musst es immer höflich machen. Campbell im Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Campbell, wie buchstabiert man das? Caesar, Apfel, Martha, Paula, Bertha, immer Ludwig, Ludwig. Verstehe ich nicht, ey. In Deutschland, wenn man wütend ist, da weißt du nicht ganz genau. In Amerika, wenn jemand mit dir wütend ist, du weißt ganz genau. Die gucken dich ins Gesicht, in die Augen an und sagen, du Schlamper, verpiss dich. Dann weißt du ganz genau, der meint mich. Nicht diejenige hinter mir, nicht diejenige neben mir, mich. Ich genau. In Deutschland, was bekommst du? Diese um den Baum Beleidigung. Ey. Du weißt nicht ganz, weißt du, hat er mich beleidigt? Weißt du, ich weiß nicht ganz genau. Naja. Mal schauen, mal gucken, oder? Jein. Ich hasse Jein, ey, ja, verpisst. Ja oder nein? Jein. Oder ich kriege immer, ach, Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Leck mich am Arsch. Soll ich das akustisch singen? In Amerika, wenn du fluchst, sagst du, fuck you. Das geht für jeder, egal. Black, white, Chinese, Indian, fuck you. Oi, fuck you. Hey, fuck you. Oi, fuck you, sir. You know? Egal. In Deutschland, was bekommst du? Das war's. Woher soll ich wissen, wie ich reagieren soll, wenn alles, was du machst, ist? Ey, das geht mir so auf den Keks, ey. Oder sagen die, fick dich ins Knie. Was bitte, wie zum Teufel? Also, ich bin dunkelhäutig, aber wir haben keine Löcher ins Knie. Entschuldigung, ja, so anders sind wir ja nicht, nein? Oder wenn ich in die Sauna gehe und ich schwitze. Ja, ich schwitze auch. Das passiert ab und zu, ne? Ihr schwitzt? Was? Ich habe gedacht, ihr könnt euch mit Hitze abgehen. Fuck you. I sweat. Oder im Sommer, ich werde dunkler. Ja, wir werden auch dunkler. Ach, ihr werdet auch dunkler? Nein. Tut mir leid, ich schmecke auch nach Schokolade. Ist einfach, oh. Aber letzte Woche habe ich, also ich liebe Malzbier, Maggi und Apfelschorle. Das ist meine Lieblingssachen an Deutschland. Aber letzte Woche habe ich was sehr Neues getroffen und kennengelernt. Was, wie heißt es? Ich glaube, heißt eine alte Drecksack. Malzbier mit Kölsch, eine alte Drecksack. Nur in Deutschland sagt man eine alte Drecksack im Mund und ist stolz. Ne? Aber das schmeckt super. Du, wenn eine alte Drecksack so schmecken könnte, würde ich jeden Tag eine alte Drecksack im Mund haben. Ich habe keine Schäme, du. Kalte alte Drecksack jeden Tag. Oh. Yeah, so, anywho, Tamika Campbell is my name. Thanks for listening. Have a good night. Tamika Campbell! Here's a applause for my New York City in the house! Yeah, liebe Leute, das war's auch schon mit Nightwatch. Hattet ihr Spaß?